Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Raw Video bei Sida für spontane, improvisative und dokumentarische Videos. Ich bin Klaus von der Elterngeneration der Babyboomer auf dem Weg des Unlife und das ist auch das Thema dieses Vlogs, in dem ich so in der Regel so 5 Hauptpunkte bearbeite, dokumentiere, berichte, also über die Online-Aktivitäten, über meine Diätwoche, über Bewegung, über Einkauf und so das, was im Leben eines Rentners so aktuell ist. Kommen wir zu eins, zur Online. Also gestern habe ich 8 Videos gemacht. 8 Videos, ich habe ein Chronometer-Video gemacht. Ich habe gestern versucht, also wieder mit dem Adobe Premiere 19, das ich jetzt neu eingeschafft habe, das Schnittprogramm, mit dem habe ich also gestern ein kleines Filmchen gemacht, aus kleinen Clips, aus großen Clips. Und ich habe ja gesagt, dass ich jetzt versuche, mit dem Camcorder so kurze Clips aufzunehmen und die dann versuche zu bearbeiten. Bisher habe ich den Adobe dazu benutzt, zur Titelgenerierung und für einen Vorspann. Die eigentlichen ganzen Feinheiten des Programmes, da bin ich noch nicht viel weiter gekommen, über die habe ich gelesen, aber die sind mir noch verschlossen und ich weiß dann nicht so richtig, wie ich die nutzen kann. Also gestern zum Beispiel habe ich gelesen da über die Übergänge und welche und wie die geordnet werden und nach welchen Kriterien und wozu Filmemacher die einsetzen und so weiter. Also das Buch hier scheint von einem Filmemacher oder jemanden, der da bei Filmproduktionen nah dabei war, vielleicht als Cutter oder so, geschrieben zu sein und der schildert dann das so aus seiner Sicht. Das ist lehrreich, aber das scheint auch so an meinem Bedarf vorbeizugehen, weil ich ja irgendwie nur so wie du nur so einfach Videoproduktion mache und keine Filmprojekte. Ich erzähle keine Geschichten, sondern ich versuche ja hier die Realität zu erfassen in Ausschnitten und ich erzähle keine Storys. Ich weiß ja gar nicht, wie man Storys erzählt. Das wäre auch mal eine Überlegung, wo ist eigentlich ja die Grenze zwischen einem richtigen Film und was braucht man dafür? Also ich als Schauspieler oder so. Ja, das wäre natürlich wieder ein neuer Gedanke da. An den muss man sich dann erstmal gewöhnen. Ja, also 8 Videos. Damit bin ich gestern auf 263 gekommen im Februar. Es kommt heute Morgen noch, jetzt habe ich noch 2 Tage. Wenn man nochmal 8 Stück, dann müsste ich so auf 270 kommen. 270, höchstens vielleicht 275. Ja. Also gegenüber Januar schon eine Steigerung. Da habe ich ja 158 gemacht. Ja, die Arbeitsweise ändert sich. Gestern habe ich wieder was Neues entdeckt. Also ich dachte ja schon hier, die China-Kamera, mit der ich hier aufnehme, die produziert ja Move-Dateien, erstellt also Move-Dateien und diese Move-Dateien werden unterschiedlich behandelt. Also der Movie Maker von Windows, der liest die Move-Datei ein, aber der erkennt keinen Ton und bringt also nur den filmischen Inhalt.
die Open Source Programme wiederum, die nehmen die Move Datei und erkennen den Ton und auch das Bild und verwandeln das alles in eine MP4, aber in eine relativ große MP4. Das heißt, die so 10 Minuten hier, das bedeutet dann auch, dass man da über 1 Megabyte hat an Datenmaterial und der wandelt dann auch dieses Datenmaterial entsprechend um. Das heißt, die hohe Ausgangsleistung, also in Form von Megabyte oder Gigabyte, die setzt sich dann fort und auch die MP ist dann entsprechend groß von 800, 900 oder 1,5 Gigabyte Speicher. Und jetzt ist mir gestern aufgefallen, dass meine Dateien, die ich ja gestern mit dem X-Media-Record nach MP4 konvertiert habe, dass diese Dateien wesentlich kürzer und kleiner waren, aber gewaltig. Also das Ausgangsmaterial war eine Datei von 1,39 Gigabyte und die MP4 war anschließend so 244 MB. Und bei der anderen Datei, die hatte so 900, da ist der Sounder gegangen auf 1,33. Also da ist richtig gekürzt worden und da wird dem Namen MP3 auch das zugeordnet und das umgesetzt, was eigentlich der Inhalt sein soll, nämlich etwas zu komprimieren. Ich habe gedacht, die Move-Datei wäre an sich auch schon komprimiert, aber irgendwie scheint man da was ganz anderes darunter zu verstehen oder jeder Hersteller versteht was anderes darunter. Ja, jedenfalls, das finde ich schon mal gut, dass diese Dateien auf diese Weise quasi von dem Umfang her reduziert werden und dass man dann auch nicht mehr so riesen Dateien hat, die man da hochladen muss. Das dauert ja unheimlich an Zeit und Ausdauer und Nerven und so, damit man das am Tag noch fertig bekommt. Und das ist also so wieder weiter, so möglich. Nur habe ich gestern dann also die 244er MB-Datei, die habe ich dann nochmal. War die das oder? Nein, ich glaube, das war die andere. Und die 136 MB. Das heißt, von 800 MB Move habe ich die runterreguliert im MP4 auf 136. Und die 136er habe ich dann in den Movie Maker gepackt und dort ein paar Filme, einige Filter drauf gesetzt. Und das führte dazu, dass der Umfang sich quasi verdreifacht hat. Dann hatte ich auf einmal wieder 136. Dann hatte ich auf einmal wieder 336 an Umfang. Ich weiß nicht genau, was der da genau macht und wie die das funktionieren. Ich habe jetzt zwar so ein Analyse-Tool, das nennt sich Medientools, aber es ist mir nicht richtig klar, wo da der Unterschied ist und wie es kommt, dass also die eine Datei riesengroß ist und die andere nicht so groß. Sorry Leute, ja also das ist das Problem, na,
Also das war das Problem hier und das ist also die neue Entdeckung. Die Frage wäre jetzt, ob ich damit auch den Ton irgendwie gleichzeitig anheben oder absenken kann. Also den X-Rekord machen und gleichzeitig damit den Ton reduzieren oder erhöhen. Damit der Ton nicht so laut ist. Ja, das war also jetzt der zweite Punkt. Kommen wir das war der erste Punkt. Also on live. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt der Gesundheit. Die Beine sind heute wieder schlechter. Ich kann heute wieder schlechter gehen und stehen. Am frühen Morgen, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Heute ist ja der 27.02.2019, ein Mittwoch und wir haben jetzt gerade 11 Uhr und es ist schlecht heute mit dem Stehen. Und mir ist noch nicht so ganz klar, wie das kommt, woher die Schwankungen hier kommen. Gestern sah es nach Heilung aus, dass es besser wird und jetzt wird es wieder schlechter. Jetzt habe ich auch 2 Tage keine Bewegung gemacht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt oder zu wenig Bewegung und zu viel gesessen. Keine Ahnung. Ja, also. Das ist das Problem und heute möchte ich auf jeden Fall wieder Bewegung machen und vielleicht auch mal wieder auf dem Ergometer was eine Runde drehen. Ja, mehr gibt es auch nicht zu erzählen im Moment. Punkt 3, die Diätwoche. Ich bin jetzt in der dritten Diätwoche. Ich fühle mich gut. Fühle mich schon leichter. Ich glaube, dass mir das sehr gut tut. Und habe gestern wieder fettfreie Ernährung da weitgehend realisiert für mich. Wobei ich natürlich gestern da wieder diese indische Soße aufgebraucht habe, die ich dann noch hatte. Und da ist wieder ein bisschen Fett dazugekommen. Ja. Also wie gesagt, dritte Diätwoche. Wir haben heute was haben wir heute? Den vierten, den fünften Tag, glaube ich, heute. Am Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, da heute ist Mittwoch. Heute ist also der fünfte Tag. Der 27. und morgen Donnerstag ist der sechste Tag und dann am Freitag, den 1., haben wir den 7. Diättag. Also ich habe noch 2 Tage in dieser Woche und mit heute sogar 3 Tage. Ja, dann habe ich gestern auch wieder das gegessen, was ich jeden Tag esse. Morgens ein Smoothie, mittags ein Müsli und abends gibt es ein Reisgericht mit Gemüse, gedämpftem Gemüse. Und das kommt alles in den Reiskocher. Darüber gibt es ja auch einen Bericht. Ja, also das kann man aushalten. Also ich halte das aus. Gestern habe ich den Reis kombiniert mit Gerste und mit den roten Linsen. Durch die Soße habe ich natürlich so viel von dem Geschmack gar nicht mitbekommen. Ja.
Ja, das Diätwoche, also das schreitet voran. Also bald haben wir schon wieder die vierte Diätwoche. Damit hätte ich schon quasi ein Drittel des ersten Pensums geschafft. Wenn ich also das Pensum als so 12 Wocheneinheiten nach Dr. Bernhard rechne, und die sollen ja in 12 Wochen sollen die ja 7 Kilo Einsparung bringen. Und ich erhoffe mir, dass ich also vom ersten Zyklus, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich da mehrere mache, also vom ersten 12-Wochen-Zyklus verspreche ich mir erstens, mein Gewicht in den 80er-Bereich zu bringen, vielleicht in den oberen 80er-Bereich, und dann vielleicht im zweiten Durchgang in den unteren 80er-Bereich und dann versuchen, in den 70er-Bereich zu kommen. Ja, dann müsste ich natürlich aussehen wie ein Strich in der Landschaft oder so ähnlich. Ja, also dass man das Fett dann restlos aus dem Körper ja nicht eliminiert, aber das geht ja so gar nicht. Ja, also wie das bisher bei den Diäten auch schon war, ich bin da sehr erfolgreich. Und so halte ich also die 3, 4 Wochen hier durch bisher. Ja, Thema Nummer 4 soll sein meine Lektüre. Gestern habe ich also das Kapitel 7 und 8 gelesen von Abe 15. zu meinem neuen Schnittprogramm. Ja, und da wurde ich wieder erschlagen von einer Fülle von fachlichen Darlegungen und Überlegungen, die eigentlich mit meinem Fall gar nichts zu tun haben. Also die verschiedenen Arten der Überblendungen wurden vorgestellt. Dann wurde gezeigt, dass es auch bei Musik verschiedene Formen der Überblendungen gibt und was man da alles mit diesem Ape-Programm machen kann. Ich sag mal, für mich als YouTuber frage ich mich, wie ich das anwenden kann und wofür. Wofür brauche ich das und macht das irgendjemand? Also ich habe bisher gesehen, es gibt einige Leute, und man kann also die Videos damit aufarbeiten und verbessern. Aber das setzt eigentlich einen richtigen Filmprofi voraus. Und ich bin ja kein Filmprofi. Ich produziere nur auf schnelle Art und Weise Videos und dieses Adobe-Programm ist dafür eigentlich nicht ausgelegt. Scheint mir. Und ich bin also überrascht, neben den Groß ich hatte bisher ja den Hauptbildschirm und dann hat man rechts so eine Leiste und dann oben so dieses Expertenmenü. Und dann dachte ich, das wäre es schon. Aber jetzt gibt es dann noch über die rechte Taste oder oben über das Menü. Da gibt es noch hunderte von Sondereinstellungen und Möglichkeiten. Und damit verkompliziert sich die Sache. Und mir ist noch nicht so richtig klar, wie ich das für mich einsetzen kann und was ich damit machen kann. Weil ich auch gar nicht wie ein Filmemacher denke. Ich habe auch keine Ausbildung als Filmemacher oder als Regisseur. Und kann mich da auch in sowas schlecht hineinversetzen. Mir fehlen auch Bücher dazu, wie man das macht, oder Lehrbücher, wie wird man ein Filmemacher oder so ähnlich. Oder ein Filmregisseur, so Ausbildung zum Filmhandwerk oder
was in dieser Art. Um mir das mal überhaupt so in einen einfachen Sinn mal so deutlich zu machen. Also man müsste erstmal vielleicht irgendwas ausprobieren. Ein Mann geht, ein Mann steht. Auch die Position jetzt von der Kamera und so weiter, was diese dann so eigentlich aussagen. Also jetzt ist zum Beispiel die Kamera so ein bisschen so hoch. Also es wird auf mich herabgeschaut. Ja, dann war eine Überlegung bisher, vielleicht die Anschaffung einer neuen Kamera. Also letztes Jahr habe ich ja die Canon 1300D besessen, also mir in Lean, und damit auch war ich in den Besitz dieser Kamera gelangt und konnte sie ausgiebig ausprobieren und testen, was ich auch gemacht habe. Dann nach 6 Monaten ungefähr habe ich sie zurückgegeben, oder nach 8 Monaten, und die leider beendet. Jetzt im neuen Jahr könnte vielleicht eine neue Kamera angeschafft werden. Ich weiß aber noch nicht genau welche. Also in den Fokus, die muss also auf jeden Fall so einen kleinen Bildschirm haben, der zu mir drehbar ist. Der also, sodass ich mich also im Vlog selber sehe und dann auch den Kopf so entsprechend halten kann. Und der muss ein externes Mikrofon haben, also eine Mikrofonbuchs. Und jetzt habe ich gesehen, dass es von Canon 2 Modelle gibt, also vielleicht gibt es auch noch mehr, aber diese 2 Modelle, das ist einmal die 200D, nicht zu verwechseln mit der 2000D, die das nicht hat, die auch dafür 130 Euro billiger ist. Und die M6, die hat das wohl auch, die hat auch so ein. Bei der M6 kann man aber den Bildschirm von hinten nach oben hochklappen und nicht zur Seite heraus. Ja. Aber beides kostet so 500-600 Euro, und die Frage ist natürlich, ob ich sowas hier überhaupt benötige. Also gute Bilder macht die Kamera auch schon, und was eine neue oder eine andere Kamera machen kann, weiß ich nicht so genau. Also die M6 scheint etwas kleiner und leichter zu sein, nicht so ein schwerer Umfang. Ja, müssen wir mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das in diesem Jahr realisiert bekomme. Und wenn ja, wozu eigentlich genau? Ob das nur eine Statusfrage ist oder wieder so eine haben wollen, oder ob ich die wirklich, wirklich brauche. Also ich habe meinen Zweifel, ob ich die brauche. Dass es eine schöne Kamera ist, ist klar. Aber man muss sie auch brauchen können. Man muss sie auch anwenden können. Und darum geht es. Also kann man so ein Monstrum an Kamera überhaupt hier sinnvoll einsetzen?
Ja. Ja, heute, jetzt haben wir also 10 nach 11. Ich bin seit 10 Uhr auf heute. Und heute liegt noch an Hausarbeit. Es liegt noch an Bewegung. Morgen ist also der letzte Tag des Monats, der 28. Februar. Und am Freitag heißt das zur Bank gehen. Ja. Heute möchte ich auf jeden Fall das nächste Kapitel, das Kapitel 9 lesen. Ja, Leute, das war es auch wieder von meinem Daily Vlog hier. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Leute, und tschüss.